Jo, Freunde, Teos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und in diesem Video geht's quasi um Pokémon und um FIFA, Leute. Denn wer mich ja schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich seit 2015 YouTube mache, damals angefangen mit Pokémon-Content und erst seit Anfang dieses Jahres bringe ich FIFA-Content, ja, weil FIFA immer so eine Sache war wie mit Pokémon, was ich gerne gespielt habe, aber nie auf YouTube gebracht habe. Und ich dachte mir, irgendwann möchtest du es auf jeden Fall mal bringen und dann habe ich es gebracht und dann habe ich Pokémon halt so komplett beiseite gelassen. Also überhaupt nicht mehr angefasst, das Spiel, gar nichts mehr. Und ich habe auch immer noch keine Switch, ja, weil ich sehe es einfach nicht ein. Also mich interessieren die Pokémon-Spiele Schwert und Schild leider überhaupt nicht. Aber Leute, es gab ja auch andere Formate auf meinem Kanal, wie zum Beispiel die Shiny Reaction von anderen YouTubern, die ich zusammengeschnitten habe, wo ich die anderen YouTuber natürlich verlinkt habe, die sehr, sehr, sehr gut bei euch ankamen. Ja, die Videos hatten 1000, 2000, 3000 Aufrufe und sowas könnte ich mir vorstellen, in Zukunft oder in den nächsten Wochen, Tagen wiederzubringen, wenn ihr es denn möchtet. Ja, natürlich. Kämpfen auf der Switch kann ich nicht, also ich kann keine Schwert- und Schildkämpfe bringen. Allerdings könnte ich auf Showdown das eine oder andere Battle aufnehmen, weil die Lust auf Pokémon ist halt bei mir jetzt in den letzten Tagen, ging bei mir ein bisschen wieder höher, ja, die ganze Zeit, also seit 2020, seit Anfang 2020, war die Lust auf Pokémon halt quasi komplett im Keller, ja, ich hatte gar keine Lust mehr, seitdem die neuen Spiele rausgekommen sind und, wie gesagt, die Lust auf Pokémon ist ein bisschen mehr gestiegen, aber ich kann mir auch vorstellen, jeweils immer eine Woche oder in Abständen von zwei Wochen so eine Top 5 Shiny Reaction oder andere Top 5 Reactions hochzuladen, wenn ihr es denn möchtet, Leute. Ja, denn auf meinem Banner habt ihr es ja auch gesehen, ich habe ja noch einen neuen Banner und da steht Pokémon oder FIFA und Pokémon Videos. Ja, heißt, die Pokémon Videos möchte ich nicht ganz sein lassen. Ich weiß, dass mich viele deabonniert haben, weil ich jetzt seit Anfang des Jahres kein einziges Pokémon Video, also seit über ein halbes Jahr, glaube ich, habe ich kein einziges Pokémon Video mehr gebracht und jetzt möchte ich es gerne Stück für Stück wieder ändern. Es heißt aber nicht, dass ich gar keine FIFA-Videos mehr bringe. FIFA wird immer noch der, sagen wir mal, der Hauptbestandteil auf meinem Kanal jetzt bleiben, weil ich unglaublich gerne FIFA zocke, ja. FIFA 20 ist zwar nicht mehr so im Hype, aber in den nächsten Wochen kommt ja auch schon FIFA 21 und da kann ich euch versprechen, werde ich richtig, richtig durchstarten. Also für die Leute, die jetzt mir zuschauen, die mich abonniert haben seit 2020, also die mich wegen FIFA abonniert haben, für die kann ich sagen, da wird definitiv vieles, vieles kommen. Squad-Builder-Battles, Trading-Tipps, rundum sowas halt quasi, aber ich möchte auch ab und zu noch Pokémon-Videos bringen, ja. Deswegen seid ihr gefragt, Leute, deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, was ihr sehen möchtet. Vielleicht möchtet ihr auch irgendwas anderes sehen, hast quasi keine Lust auf Pokémon, keine Lust auf FIFA. Gibt es irgendwas anderes, was ich zum Beispiel auch Let's Playen kann, irgendwas Kurzes, was halt nicht, weiß ich nicht, was halt nicht ein Jahr lang dauert, sowas zu Let's Playen, sondern irgendeine kurze Handlung, weil ich habe zum Beispiel Emulator noch auf dem, also 3DS-Emulator und den anderen, den Gameboy-Emulator, oder Advance-Emulator heißt der auf dem PC, damit könnte ich halt Spiele Let's Playen und da gibt es halt verschiedene Spiele, auch Mario und sowas könnte ich Let's Playen. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da wirklich kommentiert. Und ich dachte mir, dieses Update-Video ist eigentlich schon längst hinfällig. Ja, ich wollte damals, wo ich von kein Pokémon-Videos mehr gebracht habe und sofort angefangen hat, FIFA, quasi von jetzt auf gleich, wollte ich da schon ein Update-Video bringen, aber ich war mir einfach nicht sicher. Ich war mir einfach nicht sicher, was ich machen sollte. Ich hatte nicht mehr die Motivation, einfach irgendwelche Pokémon-Videos zu bringen. Dazu habe ich ja vorhin auch gesagt, habe ich keine Switch. Das heißt, Schwert- und Schild-Gameplay oder Kämpfe gibt es nicht, außer halt auf Smogon, da würde es, also auf Showdown, da würde es dann die Kämpfe eventuell geben, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich hoffe, dass ich mit diesem Video auch vielleicht die schlafenden Zuschauer geweckt habe, beziehungsweise die Zuschauer, die mich damals auch wegen Pokémon abonniert haben, ja. Und ich bin damals auf 1500 Abonnenten gekommen, und danach ging es halt in die FIFA-Sache rein, ja. Und seitdem ist mein Abo, muss ich auch zugeben, stark gewachsen. Da bin ich auch froh drüber, da bin ich happy drüber. Deswegen bedanke ich mich auch bei jedem, der mich deswegen auch abonniert hat, wegen FIFA. FIFA hat einfach quasi die größere Community, die größere Reichweite da, wo man ja einfach schneller größer wird als mit Pokémon. Aber Leute, wie gesagt, ich möchte trotzdem Pokémon noch bringen. Pokémon wird immer ein Bestandteil meines Lebens sein, egal wie alt ich werde, egal wie lange ich diesen Kanal führen werde. Ich bin halt quasi in Pokémon aufgewachsen und deswegen, auch wenn mir FIFA unglaublich viel Spaß macht, werde ich immer noch weiterhin Pokémon-Videos bringen möchten. Ja, das war ein gutes Deutsch, glaube ich. Und deswegen, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich
fürs Zuschauen, Leute. Lasst ein Like, dann ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf eure Kommentare und ich hoffe mal, dass ich sie auch umsetzen kann. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich zuerst mal zum neuen FIFA-Video und dann wahrscheinlich zum neuen Pokémon wieder. Haut rein, Leute, bis dann und ciao. Und dann kann ich jetzt endlich das Licht ausmachen und Fenster wieder aufmachen, denn ich schwitze mich hier zu Tode. Naja, Leute, ich bin auf jeden Fall raus. Haut rein und ciao.